Modellbahnkumpels, jetzt habe ich für euch nochmal einen Kesselzug zusammengestellt, den ich ebenfalls auf meiner Pico-Anlage nochmal teste. Gezogen von zwei Loks, weil das sind diese schweren aus Metall von Trix. Sehr schöne Kesselwagen. Dahinter sind noch zwei Rocco. Und ganz unten ist noch ein Tricks. Signal habe ich mal eingeschaltet. Naja, sieht trotzdem nicht gut aus, weil halt fehlen halt Gleise. Fahren wir mal los. Viele haben mir den Vorschlag gemacht, wenn die Platte diesmal wieder nicht weggehen sollte, dann soll ich die Gleise wieder runter machen und hübsch machen. Ja, sind aber jetzt fest. Und ich habe keine Pico-Gleise mehr. Außer die anderen, die will ich aber dem Käufer dazugeben. Die Rocco wird es sicherlich auch alleine schaffen. Aber das muss ja nur nicht sein, dass man die quält. Immerhin sind das Metallkesselwagen überwiegend. Und dass die nicht gerade leicht sind, das wisst ihr ja nur selber. Wer sich mit Tricks auskennt. Ich glaube, die sind aus den 70ern. Aber ihr seht, ich habe die Gleise wieder gut verlegt. Der Kesselzug fährt einwandfrei. Kann auch mal über die andere Weiche fahren, wenn ihr das wollt. Ich wollte noch drei hier dranhängen, aber ich habe keine mehr. Leider. Kesselwagen sind alle. Wenn dann später die andere Anlage da ist, da kann ich natürlich dann längere Züge fahren. Aber erst mal sehen, wann die da ist und vor allen Dingen, was man dann noch machen muss. Gut, dann fahren wir mal noch bis runter. Jemand klopft wieder hier, weil mich wieder provozieren will. So, lassen wir mal den Zug noch besser herfahren.
So, das war der zehnteilige Kesselzug. Finde, der fährt sehr gut auf der Anlage. Also, wenn jemand die Anlage dann kauft, muss er sich da keine Sorgen machen, dass auch diese kein Problem sind. So, jetzt habe ich noch mal kurz was zu erklären, wegen bestimmter Leute, die der Meinung sind, mich beleidigen zu müssen. Insbesondere Daniel Dietrich, wenn du ein Problem mit mir hast, mein Freund, dann gebe ich dir meine Adresse und dann sehen wir uns mal hier, bei mir. Denn wenn ich eins zum Tod nicht leiden kann, dann sind das Leute, die mich übers Internet bedrohen oder besser gesagt, die mich übers Internet beleidigen. Ich habe auch noch Freunde hier, wo ich wohne. Und die können dir mal ganz deutlich klar machen, dass es so nicht geht. Ich hoffe, wir haben es verstanden. Die anderen, viel Spaß mit meinen Videos weiter. Solange die Anlage noch hier ist, werde ich noch ein paar machen. Also schlechtes werde ich auch meine Anlage nicht mehr sagen. Warum auch? Fährt ja alles. In dem Sinne, tschüss.